Hallöchen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wir haben es jetzt leider schon Dienstag, glaube ich. Mittwoch, Entschuldigung, Mittwoch. Datum kann ich euch jetzt nicht sagen. Oder doch? Ja, den 12. September. Ich bin gerade nicht zu Hause bei mir, sondern bei meinen Eltern. Die sind zurzeit unterwegs. Und deswegen bin ich hier. Und das ist immer ein bisschen cool hier. Hier kann ich halt mehr machen. Also backen und kochen mehr als zu Hause. Und deswegen werde ich mir jetzt einen Kaffee kochen und dann halt mein Frühstück vorbereiten. Ein Brötchen mit Schinken und Ei. Und dann werde ich ein bisschen was kochen. Und zwar Brokkoli-Cremesuppe. Also Brokkoli-Suppe, Creme kann man dazu nicht nennen. Und dann werde ich noch backen. Und zwar Quarkbrötchen. Einmal in die normale Variante, einmal die süße Variante. Das will ich viel machen heute. Ansonsten habe ich mir vorgenommen, hier mal zu gucken. Hier ist es Käse. Dann habe ich hier Butter, aber die muss ich nur so auftauen für meine Eltern. Oh, Akku ist leer. Ja, schnell. Das ist, wie nennt man das? Spinat. Das mache ich Spinat-Lasagne. Jetzt zeige ich euch mal, was ich denn alles gekocht habe heute. Wir haben es jetzt gleich 2 Uhr. Also, oh Gott, sieht man das? Ja. Das sind diese Quarkbrötchen. Die sind etwas dunkel geworden. Aber was soll's, ne? Genau. Gehen wir mal hier hin. Hier haben wir die Spinatlasagne. Mit Tomaten, ne? Sonst wäre die nicht so rot. Und zum guter Schluss kommen wir mal zu der Brokkoli-Cremesuppe. Soßenbinder ist drin, heller. Deswegen sieht es auch ein bisschen hell aus. Aber es ist noch nicht so ganz dickflüssig. Ja, weiß ich nicht, ob ich es lassen soll oder nicht. Ich habe auch ganz viel Mehl da schon reingemacht. Also dieses Mehl und Wasser. Vielleicht wird es noch ein bisschen dicker, aber so schlecht sieht es nicht aus. So, meine Lieben, das ist jetzt das Endergebnis. Ich lasse es mir jetzt schmecken. Hallöchen! Ja, ich bin im Auto meines Vaters. Ich bin jetzt hier am Wald, am Finkenborn, glaube ich, und Plüt. Plüt, Finkenborn ist das gleiche. Ich werde jetzt ein bisschen walken gehen. Ich muss gerne mit die Kamera machen. Es wären auch keine 5 Kilometer, es wären auch nicht mal 10 Kilometer. Andersrum. Aber ein bisschen wenigstens. Und genau, da fahre ich nach Hause. Ich habe jetzt Papas große Auto. Ach, da ist noch ein bisschen mehr Sprit noch drauf. Meine Mutter ist schon fast leer. Hier haben wir noch, aufpassen, geh mal. Ist ja schon gut. 236 Kilometer kann ich noch fahren. Also einmal nach Hannover auf jeden Fall. Aber ich will ja gar nicht dahin. Weil doch. Mal schauen. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal walken gehen. Naja, Nordic Walking, ne? Genau. Ich melde mich später, glaube ich, nochmal.
So, meine Lieben, ja, meine komische Perspektive, ich weiß. Ja, ich nehme euch jetzt mit. Ich werde jetzt ein bisschen Auto fahren und nehme euch mit, sozusagen. Ich weiß nicht, wo das ist. Also, warte mal. Also hier, wo ich euch gleich hinstelle, da ist normalerweise, ja, wie schnell man fährt und halt den Tankanzeige und halt die Umdrehungen, glaube ich. Ich stelle euch dahin, wo die Tankanzeige ist, weil ist noch genug Tank, Benzin im Tank. Ja, und deswegen will ich euch dahin stellen. Das mit Laufen hat nicht so gut geklappt. Ich habe ja zwei Stöcker. Also einmal diese Stöcker, die man höhenverstellbar und einmal die anderen, die in einem Strom sind und das sind tausendmal besser, das andere vibriert so doof und deswegen geht es kaum, also es ist blöd, das tut richtig, es ist nicht, es ist sehr unangenehm beim Laufen und deswegen, ja, werde ich mich jetzt einmal fertig machen, ich werde jetzt nach Hause fahren und gucken, ob ich irgendwo einen Parkplatz finde, weil um 19 Uhr darf ich erst da parken, wo ich normalerweise immer parke. Mal gucken. Ich Perspektive finde, wo man nicht mal ein Dreifachkinn sieht, ne? Noch im Auto, wie man es auch sehen möchte. Wir haben jetzt schon den nächsten Tag. Wir haben es jetzt Freitag, der 13. an Spaßseite, den 14. einen Tag vorher, danach.
Auf jeden Fall habe ich mich gestern nicht... Das nervt, glaube ich, ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich mich gestern nicht mehr gemeldet, weil ich einfach ganz ehrlich vergessen habe. Tut mir leid, Hand über mein Haupt. Aber es ist manchmal so. Ich sitze hier wieder am Wald und möchte dieses Video gerne beenden. Es ist wieder so ein kurzes Video, weil ich einfach manchmal eigentlich nichts zu sagen habe. Genau. Wie gesagt, ich bin hier am Wald und beginne den neuen Vlog. Ich habe eine Bitte an euch. Und zwar würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses Video, nicht dieses hier, sondern das Video, was ich letztes Mal hochgeladen habe, das mit der Perücke, dass ich das abgeben möchte, gerne mal teilen würdet. Das wäre toll, weil bisher hat sich leider noch keiner gemeldet, der jemanden kennt, der eine Perücke bräuchte. Aber vielleicht kommt es ja noch. Weil verkaufen möchte ich sie einfach eigentlich nicht, weil, wie gesagt, ich habe sie auch geschenkt bekommen und von daher, genau. Möchte sie auch nicht verkaufen. Das gehört sich, glaube ich, nicht so ganz, ne? Genau. Wie gesagt, eine Bitte habe ich noch. Und zwar habe ich ja irgendwann mal, weiß nicht, wann, worum das war, bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ach ja, damals, wo ich den gelben Brief bekommen habe, genau. Da haben mich ja Leute angeschrieben, die Rechtsanwaltsfachgehilfe oder wie das heißt, sind. Könnt ihr mir bitte nochmal schreiben? Diesmal geht es nicht, also ich bin nicht der Beschuldigte in der Sache. Das ist so Insolvenzverfahren. Und ich bin nicht der Beschuldigte, aber ich bin, ja, ich gehöre dazu, wie gesagt, wenn man so gut sagt. Und ja, könnt ihr mir da bitte mal helfen, weil ich habe einen Brief bekommen und da steht, dass ich mich melden soll. Ich weiß gar nicht, wo ich mich melden soll. Da steht nichts, keine Telefonnummer, nur das Amtsgericht aus Hameln, aber mehr steht da nicht. Deswegen wollte ich mal fragen, ob ihr da ein bisschen mehr besser Bescheid wisst als ich. Ja, das würde mich freuen. Einfach auf Instagram schreiben. Braucht ihr ja unter den Kommentaren ja nicht schreiben, wenn ihr das nicht wollt. Genau, meine Lieben, ich höre jetzt auf zu quatschen. Werde mir nachher, wenn ich zu Hause bin, bei meinen Eltern, die sind dann auch ein bisschen weg. Nicht lange, aber etwas. Und welches Video bearbeiten. Genau, jetzt werde ich aber erstmal den neuen Tag starten. Bis gleich. Geil, einfach geil! Echt!